Das Mini-Resort. Eine 3-Sterne-Anlage, das für uns eine Woche ein Zuhause war. Im März 2023 sind wir übrigens hier. Und heute möchten wir noch mal einen kleinen Rundgang durch die Anlage machen, euch einen Einblick geben und natürlich das Ganze mit einer Roomtour abschließen. Okay, also starten wir. Das ist der Eingangsbereich. Hier ist sozusagen die Rezeption und gleichzeitig das Frühstücksbuffet, das Abendessen und man kann auch, das werde ich jetzt gleich mal zeigen. Hier am Tresen der Rezeption Ausflüge buchen, Bootsausflüge oder wenn man möchte Motorroller mieten. Wenn wir rechts von der Rezeption rauskommen und zum Weg zum Bungalow sind, sind hier kleine Körbchen, da kann man seine Strandhandtücher reinwerfen. Es gibt Auflagen für die Liegen und es gibt sogar einen Schirmständer, falls es mal schlechtes Wetter ist. An der Seite befinden sich eine kleine Dusche. Damit hier kann man schön sich die Füße abduschen, wenn man vom Strand kommt. Und hier befinden sich auch gleich die Toiletten, um den Weg nicht zu weit zu haben. Hallo, hier sind wir. Gehen wir mal weiter und schauen uns mal die Anlage an. Sehr schön in der Natur eingebettet. Die Bungalows gebaut. Alles mit Nummern versehen. Also jeder Bungalow hat eine Raumnummer. Die 3, die 2, die 1. Unser Bungalow ist Nummer D7. Und die Anlage insgesamt ist auch nicht so groß. Man kann sich hier gut zurechtfinden. Ist sehr übersichtlich. Kann man nicht sagen. Schön auch die Gartenanlage, die wir hier sehen, die Bungalows aufgeteilt rechts und links vom Weg. Und Katrin, jetzt geht's zu unserem Bungalow, ne? Richtig, es ist hier vorne rechts. Schön in der Natur eingebettet, kann man sagen. Extra die Singvögel für uns organisiert. Da oben sitzt er. Ist das schon unser Bungalow? Glaube noch nicht. Ne? Doch, hier. Das ist er. Müsste sein. Ah, da hängt unsere Wäsche. Kann man gut erkennen. Und jetzt starten wir unsere Rundtour, oder? Man kann hier noch mal gut sehen, dass halt zwei direkt nebeneinander stehen. Das erste davon ist unseres. Wir sind hier Midi D7. So heißen wir. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier an der Seite vorbei. Um erstmal von außen das so ein bisschen zu zeigen. Ja, da haben wir auch eine Klimaanlage von der Seite dran. Hier kann man gut sehen, das Nachbarbungalow genauso aufgebaut. Auf unserer Terrasse ein Tisch, zwei Stühle. Auch hier liegen die Handtücher schon bereit. Da können wir nachher gleich noch mal ins Wasser gehen. Wir haben uns einen kleinen Bathroom-Ständer rausgestellt, um ein bisschen was zu trocknen. Handtücher, Badesachen, was man halt so hat. Und gleich neben der Treppe etwas, um die Füße sauber zu machen, damit man nicht immer den ganzen Sand reinschleppt. Was man aber trotzdem tut, wenn wir ehrlich sind.
So, jetzt gehen wir die Treppe hoch. Ich versuche nicht zu stolpern. Das wollte ich auch noch mal zeigen. Hier kann man halt einstellen, ob das Bungalow sauber gemacht werden soll oder nicht. So, ich mache es mal doch wieder so. Und dann werde ich noch meine Schuhe ausziehen und dann gehen wir mal rein. Tür auf. Und schon sind wir im Wohnbereich. Hier kann man ein gutes Bett sehen. Von der Größe für zwei Leute sehr gut. Dann haben wir hier rechts eine kleine Bank, die wir wieder mal umfunktioniert haben, um unseren Koffer draufzustellen und Schuhe drunter zu legen. Katrin hat auch ihre Hausplüschen mitgenommen. Ich mag das immer total gerne. Hier noch mal ein bisschen was abgestellt. So, dann gucken wir mal rum. Wie man sieht, das ist der kleine Bereich auf der linken Seite, wenn man ins Zimmer kommt. Oben ist die Klimaanlage, die echt super funktioniert und die total leise ist. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Dann kann man ein paar Kleider reinhängen. Ansonsten gibt es nicht wirklich was zum Abstellen oder Regale zum Reinlegen für die Sachen. Das ist ein bisschen doof, sag ich jetzt mal. Ja, dann haben wir hier einen Fernseher. Eine kleine Ecke mit Wasserkocher, Gläsern und Tassen. Da kann man sich Tee und Kaffee kochen. Es werden auch jeden Tag hier zwei solche Wasserflaschen hingestellt. Das ist auch sehr gut. Ja, dann hier Andis Equipment-Ecke, die natürlich auch nicht sehr groß ausfällt vom Platz. Ja, dann haben wir hier ein Safe. Was ja auch immer sehr gut ist, wenn man ein paar Sachen wegpacken kann. Hier unten haben wir den Kühlschrank. Da haben wir noch eine schöne Mango drin. Und wir haben uns jetzt immer zum Frühstück eine Maracuja gekauft, weil wir die sehr gerne essen. Ui, gleich was umgefallen. Okay, dann gucken wir mal weiter. Jetzt gehen wir direkt ins Badezimmer. Das ist auch eher schmal ist, aber völlig ausreichend vom Platz. Wir haben hier einen kleinen Waschtisch, Spiegel, die Toilette. Dann gehen wir weiter in den Duschbereich. Der ist echt schön groß, also da kann man gar nichts sagen. Hier kann man auch gut sehen, wie hier das warme Wasser gemacht wird, und zwar mit einem Durchlauferhitzer, an dem man hier auch gut die Temperatur einstellen kann, was total praktisch ist, weil ich ja immer ein bisschen heißer dusche als Andi. Hier in der Ecke sind auch Pflegeprodukte. Da muss man halt gucken, ob man die benutzen möchte oder nicht. Wasserdruck ist natürlich nicht so toll, aber ich finde es völlig ausreichend. Und ja, also ich kann da nichts meckern. So, hier kann man das noch von der anderen Seite sehen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist vielleicht noch ein kleines Regal, wo man mal noch was abstellen könnte, weil das ist irgendwie so ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal so. Ja, und dann war es das auch schon. Dann gehen wir wieder raus. Das ist dann der Blick, wenn man rauskommt. So, und jetzt zeige ich noch mal den Blick vom Bett. Wenn ich jetzt mich hier so schön aufs Bett lege, dann kann man so wunderbar in den Garten gucken. Sehr schön. Und dann war es das von mir. Zeigen euch mal nochmal das Frühstücksbuffet, was sich auf der linken Seite des Alsbeck-Raumes befindet. Also Alsbeck-Raum auch da, wo die Rezeption ist. Hier gibt es die Säfte, Kaffee. Ganz normal. Und toasten kann man sich hier auch den ein oder anderen Toast. Brötchen gibt es leider nicht. Was ist ein normales Spiegelei? Normales Spiegelei ist oben. Eck. Okay, ich weiß. Du auch? Ich hab schon. Omelette. Achso. Thank you. Wird natürlich immer hier frisch zubereitet. Das Frühstücksei oder die Eierkuchen.
ihr die warmen Speisen. Wird immer nachgefüllt. Drei an der Zahl, wie man so schön sieht. Ist natürlich eine Frage des Geschmacks, ob man da was Warmes essen möchte oder nicht. Hier die Chicken. Esse ich manchmal ganz gerne zum Frühstück. Salatbuffet für den, der es mag. Man muss sich halt schon anpassen an den Gegebenheiten des Landes bzw. an den Gästen. Hier zwei Obstschalen oder Obstteller, wie man so schön sagt. Wird auch immer nachgelegt. Wie weit man das Buffet natürlich gut findet oder nicht gut findet, muss man natürlich auch in Abhängigkeit von dem Drei-Sterne-Hotel sehen. Denn wir haben ja hier nur drei Sterne. Aber trotz alledem recht gemütlich. Da vorne werden wir gleich sitzen. Aber vorgehend hole ich mir noch mal einen Kaffee und dann genieße ich das Frühstück. Guten Morgen, wie sieht er aus, unser Frühstückstisch?